Ich grüße dich herzlich. Ich wollte dir gerne ein paar Tipps, Empfehlungen geben aus Wald. Ich war jetzt gerade mit meiner kleinsten Tochter im Wald spazieren und wir haben von Tannen die ganz saftige, ganz kleine, frische Nadelchen gezupft. Die normal ausgewachsenen Nadeln, die sind so dunkelgrün. Und auf der Spitze wachsen so grasfarbige Nadeln und die sind total weich. Die zupfen wir und die essen wir. Meine Tochter liebt sie. Sie isst am einmal die kann Handvoll essen und die sind so säuerlich, weil Vitamin C, da ist so viel Vitamin C. Und das wollte ich dir einfach empfehlen, dass du vielleicht auch jetzt gerade Frühling und du kannst, Sommer ist, aber vom Temperatur es war die ganze Zeit so kalt, deswegen ist ganz aus Sommer bin ich noch nicht umgestiegen und auf jeden Fall Natur auch nicht ganz. Auf jeden Fall diese Spitze vom Tannen, die sind total empfehlenswert jetzt zu essen, weil du speicherst die Vitamin C und nicht nur plus Vitamin C, da gibt es auch ätherische Öle, es gibt natürlich sehr viele Mikro-Makro-Elemente in dieser Nadel und das ist sehr stark wirkend für die als Antiseptik, antibakteriell für Zelle und fürs Blut. Es auf jeden Fall reinigt Blut, stärkt Immunsystem und es ist in Wirklichkeit sehr einfach. Du kannst natürlich daraus auch wie Zedernmilch mit Tannennadel zu machen. Das ist perfekter Cocktail, weil in Zedernüsse alles schon drinnen, nur nicht Vitamin C. Und so füllst du Vitamin C dazu und dann einfach erweiterst deine Lebensmittel mit einem vollen Komplexe an allem. Ja, das ist sehr gute Empfehlung. Und dann kann man Folgendes machen. Man kann solche Nadeln sammeln, im Honig anlegen und im Kühlschrank stehen. Und das kannst du benutzen im Winter, wenn du zum Beispiel merkst, dass Vitamin C-Mangel hast oder du fühlst irgendwelche Schwäche oder dir fehlt vielleicht Immunität wird schwächer. Oder einfach Kraft fehlt, kannst du 1 bis 2 Teelöffel am Tag essen und das ist genial. Probier mal das da aus. Das ist richtig einfach, aber magisch. Schönen Abend dir. Ciao.